Hallo, in diesem Video möchte ich zeigen, wie LSF zur Veranstaltungsbelegung genutzt werden kann. LSF ist das Online-Vorlesungsverzeichnis der Universität des Saarlandes und ihr erreicht das Portal über die Adresse www.lsf.uni-saarland.de. Hier müsst ihr euch dann mit eurer UDS-Kennung und eurem Passwort anmelden. Die Benutzerkennung und das Masterpasswort wurde euch nach der Einschreibung zugesendet und ihr müsst das Passwort wenigstens einmal ändern, bevor ihr euch anmelden könnt. So, die Veranstaltung könnt ihr jetzt entweder über das Vorlesungsverzeichnis suchen, dabei darauf achten, dass ihr im richtigen Semester seid, also eventuell umschalten und dann einfach durch die Struktur suchen, bis ihr an der Stelle seid, an der die Veranstaltungen liegen, die ihr belegen möchtet. Ihr seht dann immer am Ende der Zeile diesen Aktionsbereich Belegen abmelden. Wenn ihr diesen Aktionsbereich nicht seht, also falls bei einer Veranstaltung nicht die Möglichkeit besteht, hier auf Belegen abmelden zu klicken, heißt es nicht unbedingt, dass die Veranstaltung nicht zu belegen ist. Eventuell gibt es dafür dann einfach ein anderes System oder Listen, da müsst ihr euch eventuell informieren. Ich werde jetzt die Veranstaltung, die ich vorbereitet habe, über die Suche suchen. Da könnt ihr natürlich auch entweder über die Veranstaltungsnummer, falls ihr die kennt, oder den Titel eure Kurse suchen. Ich habe 4 Kurse vorbereitet, um die verschiedenen Anmeldemöglichkeiten zu zeigen. Das Grundlegendste wäre eine Kursanmeldung ohne Frist. Bei dieser Veranstaltung kann ich mich einfach anmelden, sobald das Semester freigeschaltet ist und bis die Vorlesungen beginnen. Einfach auf Platz beantragen klicken und jetzt habe ich den Status angemeldet. In einigen Fachbereichen reicht das auch schon, da ist der Status angemeldet auch gleich dafür da, dass man berechtigt ist, den Kurs zu besuchen. Eventuell müsst ihr aber darauf warten, dass dieser Status noch auf zugelassen geändert wird, dass ihr also eine nochmal explizite Berechtigung bekommt, zur Veranstaltung zu kommen. Auch da solltet ihr euch am besten informieren, im Fachbereich oder bei der Dozentin oder dem Dozenten, wie das gehandhabt wird. So, das nächste Beispiel wäre eine Kursanmeldung mit Frist. Das bedeutet, dass es eine Frist gibt, die aktuell sein muss oder aktiv sein muss. In diesem Fall geht die Frist vom 1.10. bis zum 30.10. Und innerhalb dieser Frist kann ich mich wieder ganz normal anmelden oder auch wieder abmelden, wenn ich mich entscheide, die Veranstaltung doch nicht zu besuchen. Auch hier wieder Platz beantragen und auch hier bin ich jetzt erstmal auf dem Status angemeldet. Das werde ich aber gleich auch noch zeigen, wie man das überprüft. So, die dritte Möglichkeit ist eine Kursanmeldung mit Windthun-Verfahren. Bei dem Windthun-Verfahren werden die Plätze in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben, bis zu einer bestimmten maximalen Teilnehmeranzahl. Die könnt ihr hier an dem Termin sehen. Und in diesem Fall habe ich jetzt auch noch die Besonderheit angelegt, dass es 2 Gruppen gibt. Also diese Veranstaltung ist in eine Gruppe 1 aufgeteilt, die am Montag stattfindet, und eine Gruppe 2, die am Donnerstag stattfindet, mit 2 unterschiedlichen Personengruppen. Deswegen muss ich mich jetzt bei der Anmeldung auch entscheiden, welche Gruppe ich belegen möchte. Ich möchte jetzt zum Beispiel die Gruppe 2 am Donnerstag besuchen, deswegen setze ich hier die Markierung und beantrage den Platz. Und da es sich um ein Windthun-Verfahren handelt, müsste ich den Platz jetzt auch bekommen haben, also eine Zusage direkt haben. So, die letzte Möglichkeit ist dann noch eine Kursanmeldung. Windthun-Verfahren und Warteliste. Das bedeutet wieder, in der Reihenfolge der Anmeldung werden die Plätze, die da sind, vergeben, also auch direkt zugelassen. Aber wenn die Plätze vergeben sind, wird danach eine Warteliste geöffnet. Also bei dem einfachen Windthun-Verfahren ist, nachdem die Plätze vergeben sind, die Anmeldung beendet. Und falls da noch jemand abspringt, dann kann man sich wieder anmelden, aber das muss man selbstständig immer wieder überprüfen, ob vielleicht doch wieder ein Platz frei ist. In diesem Fall ist es aber eine Windthun-Frist mit Warteliste, die vom 1.10. bis zum 30.10. geht
Und ich werde mal gerade gucken, ob ich noch eine Chance auf diesen einen Platz habe. Das gucke ich in den Belegungsinformationen nach. Da sehe ich, es gibt einen Platz und bisher zugelassen einer. Also ist dieser Platz vergeben. Aber trotzdem möchte ich mich gerne anmelden, aber dann eben auf der Warteliste. Diese Ansicht erreicht ihr auch wieder über den Belegen Abmelden-Button, aber ich habe jetzt einen anderen Weg über die Beleginformation genommen und trage mich jetzt auf der Warteliste ein. Ob es sich bei der Veranstaltungsanmeldung um ein Windturnverfahren oder Windturnverfahren mit Warteliste handelt, das seht ihr immer an der Frist. Ich habe das hier natürlich auch in den Titel geschrieben, aber das ist bei den Veranstaltungen natürlich nicht der Fall. Ihr seht das aber an der Frist. Hier ist die Zeile Belegungsfrist und dort werdet ihr auch finden, ob es ein Windturnverfahren mit Warteliste ist oder ob es ein einfaches Windturnverfahren ist oder ob es einfach eine Belegfrist ist ohne Windturnverfahren. So, jetzt habe ich mich bei den vier Veranstaltungen angemeldet und möchte meinen Status noch einmal überprüfen. Dafür wechsle ich auf den Bereich Meine Funktionen und Meine Veranstaltungen und habe jetzt hier die Kursanmeldung ohne Frist. Dort bin ich noch im Status angemeldet und auch bei der Kursanmeldung mit Frist, also mit dieser einfachen Frist, bin ich auch angemeldet. Das kann dann durch den Dozenten auf zugelassen geändert werden und wie gesagt, kann es aber auch sein, dass angemeldet schon reicht. Dann habe ich noch die Anmeldung auf Kursanmeldung mit Windturnverfahren. Da bin ich sofort zugelassen gewesen. Ist ja ein Windturnverfahren und es waren noch Plätze frei. Bei der Kursanmeldung Windturnverfahren und Warteliste war der eine Platz schon vergeben und ich habe mich auf die Warteliste eingetragen. Auch hier kann sich natürlich der Status dann im Laufe der Zeit ändern, dass ich aufrücke. Die Warteliste wird auch in der Reihenfolge der Anmeldung abgearbeitet. Also wenn ich jetzt die Erste bin, die sich auf die Warteliste eingetragen hat, dann werde ich, sobald ein Kursteilnehmer abspringt, aufrücken und zugelassen werden. Ansonsten rücke ich in der Warteliste einen Platz nach vorne. So, eventuell solltet ihr euch jetzt abmelden, wenn ihr mit allen Arbeiten beendet seid, besonders wenn ihr in einem ZIP-Pool arbeitet. Und wenn ihr Fragen habt zum LSF-System, könnt ihr uns über diese Service-Kontaktstelle erreichen. Den Link findet ihr immer hier unten bei Service und Support. Und hier könnt ihr dann diesen Link nutzen für Mitglieder mit UDS-Kennung. Dort könnt ihr dann wieder eure UDS-Kennung und euer Passwort angeben, das gleiche, das ihr auch fürs LSF-Portal benutzt habt, und uns ein Ticket schreiben. So, ich hoffe, dieses Video war hilfreich und vielen Dank.